herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Oh, an allen vorbeigesammelt, ja toll. Ah, komm her, Boomerang. Einen erwischt. Und den zweiten erwischt und den dritten auch. Keine Ahnung, was das soll, ich mach's mal. Weil wenn durch die Gegner keine Truhe kommt und da oben rechts und so ein Fleck einfach frei bleibt. Ja, du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Die habe ich, glaube ich, noch nicht mal gesehen. Ich meine, das finde ich völlig in Ordnung, aber da war ich noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Habe ich mir doch beinahe gedacht, dass da irgendwas... Du sollst das Ding werfen. Wirf das Ding. Wir können es nicht mehr werfen. Warum können wir das Ding nicht mehr werfen? Also, okay. Ja, aber das ist jetzt natürlich richtig kacke. Okay, es geht auch so. Link kann das Ding echt nicht mehr werfen. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Keine Ahnung wie, aber wir haben es auf jeden Fall kaputt gemacht. Das heißt... Oh Gott, wenn jetzt eines... Ah, jetzt kann ich es wieder werfen. Und jetzt habe ich direkt dahin geworfen, wo ich nicht hinkomme, von hier aus. Toll. Da unten. Okay. Nein, ich hätte hier lang... Ich muss die Murmel zurückholen. Wie komme ich denn jetzt an die Murmel ran? Von hier aus ja nicht. Verdammt! Warte mal. Du sollst doch springen. Link, spring! Okay, so geht's auch. Warte mal. Aua. Nein. Ah, I, O, A, Ö. Also die Murmel war aber auch nicht hier. Au. Ah. Die muss doch hier irgendwo gewesen sein, tun. Ne, die ist ein Stockwerk weiter oben. Aha, warte. Ja, ist okay. Wo ist denn das kleine Murmelchen jetzt hin? Hier, Murmeli, hi. Tu das nicht noch einmal. So, oh. Warte. So, weil das bleibt alles, wie es ist. Nur, dass ich das auch gerade ganz klar gesagt habe. Weil wir sind so hier hochgekommen, wir werden so auch wieder hier runterkommen. Ich gehe mal schnell hier gucken. Kleiner Umweg muss da... Oh, oh. Au. Oh. Immer diese Bodenplatten. Oh. Kann ich da nicht gegenrennen? Nisse. Sieht doch schon so ein bisschen morsch und morbide aus. Morbide? Nee, morbide ist, glaube ich, das völlig falsche Wort. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ich hab's geschafft. Aua. Komm mal mit. So, wir müssen nämlich hier hoch. Müssen wir das Ding...
Kurz hier. Ha, runterschieben, Trottel. Schleich dich, du grüner Nasenpopel. So, kann ich das Ding jetzt hier... Nein, kann ich nicht. Au. Aber wir können so. Und dann... Nein! Nein, 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 nein! So. Ich habe es gerade ausgeschmissen. Was soll denn der Scheiß? Ah, ne, warte. Ich wollte eigentlich blau. Ach. So. So. Hat nicht gepasst. Au. Blau. Ah, verdammt. Nochmal. Blau. 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 Gibt auch nichts. Oh Mann. So. Den Kompass. Na endlich. Wurde auch langsam Zeit. Nun sehen wir endlich, wo Truhen. Die Truhen sind, wo der Bossraum ist. Oh, hier weiß ich gar nicht. Wo ist unsere Murmel jetzt hin? Das finde ich echt sehr unmurmelig. Das ist wirklich Kirby. Alter, das ist ja wirklich Kirby. Ich dachte nur, ich mache so einen Scherz drum jetzt hier. Aha, Kirby, guck mal und so. Aber es ist wirklich Kirby. Meine Nase sagt da Easter Egg. Jetzt gucken wir trotzdem mal auf die Karte. Nein. So, also hier unten ist eigentlich gut. Wir haben hier oben und hier oben noch jeweils eine Truhe. Gut. Erstes Obergeschoss. Hier eine Truhe, da eine Truhe. Da die Murmel. Wie komme ich jetzt da hin? Hier. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich da ganz nach hinten gehen. Das ist der erste Weg, den wir genommen haben. Den müssen wir gehen. Und vielleicht ein bisschen auf die Fallen aufpassen, Link. Nur ein bisschen, ja, danke. Na, diese miesen, schleimigen Schleimdinger. Was auch immer ihr seid. Ich mag das nicht. So, also, hier sind wir. Korrekt. Du hast den Spiegelschild erhalten. Du kannst nun Fernangriffe reflektieren. Bitte was? Oh, den haben wir schon ausgerüstet, oder wie? Geil. Dann gehen wir aber noch schnell hier nach unten. Aha. Okay, das sind wir also wieder hier. Keine Ahnung, was ich damit aussagen will, aber ich sage es. Ich sage es. So, dann kommen wir nämlich hier oben lang. Zu der Murmel. Hier geblieben. Oh, kann ich das jetzt trotzdem aufschieben? Naja, die Kugel ist ja rund. Die können wir locker hier hin und her kugeln. Aber mit. Oh, das wäre knapp. Uhu. So, also. Aua. Jeder haut mich, schlägt mich, tritt mich, kneift mich. Ihr solltet euch alle was schämen. Jetzt bin ich natürlich ohne Murmel runtergefallen. Das ist ja ein sehr schöner Moment. Haben wir gerade echt so ein Ding ausgeschaltet hier? Geil. Springst du vom oberen Stockwerk hinunter? Ah, springst du vom oberen Stockwerk hinunter, kommst du zur Truhe. Ah, also das heißt, wenn ich hier von oben runterspringe, warte, was machen wir nochmal? Haha. Da kommen wir zu dieser Truhe da oben. Ich komme hier gar nicht lang. Oh, das ist anstrengend. Echt anstrengend.
Zack. Ha, doch, wir würden hier schon langkommen. Aha. Überlegt euch jetzt zweimal, ja? Ich hab... Aua. Ich hab was, womit ich... Aua, mich wehren kann. Nasenpopel, 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 Nasenpopel. Nasenpopel. So. Springst du von oben runter, kommst du zur Truhe. Aber wie denn? Wir sind ja hier vorhin... Warte mal, wir sind hier. Sind wir über dem. Und hier oben gibt es, glaube ich, sonst kein Loch, womit ich zu dieser Truhe komme. Wenn ich jetzt hier runterspringen würde... Dann würde ich hier hervorkommen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich hier runterspringen. Jawohl, dass wir zu dieser Truhe kommen. Und wir müssten hier runterspringen, dass wir an diese Truhe kommen. Und wo haben wir jetzt noch Säulen? Weil da oben waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Also hier gibt es noch so ein Schlüsselding, damit wir dann hier nach hinten kommen. Wenn ich hier bin, wenn ich da runterfalle, lande ich wieder hier. Also da unten ist noch eine Truhe. Wie komme ich denn da an die Truhe ran? Da? Keine Ahnung. Also das können wir noch... Das können wir von oben runterschieben. Könnten wir von oben runterschieben. So. Dann sind wir hier. Und genau die gilt es zu zerstören, aber wir können das Ding hier nicht rüberwerfen. Au. Aber wir können hier von oben runterkommen. Dann können wir das Ding hier gerade auswerfen, damit das schon mal hier bleibt. Damit das schon mal hier bleibt. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich wohin? Komme ich hier hin? Das wollte ich aber nicht, weil wir wollten ja eigentlich die Truhe und die andere Truhe auch noch holen. Aber die Kugel ist schon mal da, wo sie hingehört. Geh mal weg da jetzt hier. Geh mal weg da. Ah, da komme ich sowieso nicht durch. Oh, könnt ihr mal bitte aus den Ausgängen verschwinden? Ey. Kann ich rüberspringen? Nein. So, danke. Au, was? So. Müssen wir nochmal gucken, wo sind wir gerade? Wir sind hier. Wir sollten hier eigentlich alles... Ne, können wir nicht. Da können wir nicht unten durch. Also müssen wir von unten heran. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt gibt es da drüben die Treppe, die man hochgehen kann. Wo wir hoffentlich rankommen. Ja, wir kommen ran. Oh, Gott sei Dank. So. So, dann sind wir hier. Von hier geht's hier runter und von hier hüpfen wir in dieses Loch. Haha. Jetzt steht die Truhe in die andere Richtung. Wir können sie nicht öffnen. Ah, nee, nee. Geht schon, geht schon. Eine Zaubermuschel. Yay. So, also das hätten wir jetzt. Jetzt gilt es, die andere Truhe zu holen. Frage, wie? Einfach nur, weil er mir auf den Keks geht. Einfach nur, weil er mir auf den Keks geht. So, andere Truhe. Hier, da müssten wir also hier runterspringen. Wie sind wir nochmal da hochgekommen? Durch das hier. Gut, dann rennen wir doch einfach hier an allem vorbei. Lassen uns wieder von diesen Fallen erwischen.
8, komm. Auf das Herz, einfach hart auf das Herz. So, dann ist das hier, hä? Huh? Es müsste hier sein. Ja. Ja. So. Ein kleiner Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel. Fast jedes Schloss öffnen. So, also, nun. Hier sind wir fertig. Erdgeschoss ist gesäubert. Obergeschoss. Wie kommen wir da hin? Hier und dann hier durch. Au! Das tun wir sofort. Dann können wir nämlich die Säule hier auch einbrechen lassen. Aber hier hin. Wie kommen wir hier hin? So theoretisch. Sehe ich da eine kleine Brüchigkeit auf der Karte? Guckt euch das mal genau an. Vielleicht seht ihr das auch. Wir müssen sowieso da oben hin. Von dem her. Zwei Fliegen, eine Klappe und so. Aber kommen wir da wieder zurück? Also, warte mal. Wenn man nämlich genau hinguckt, deucht es mich, dass auf der Karte da was zu sehen ist, was da definitiv nicht hingehören sollte. Toll. Toll. Ich renne da immer ziemlich knapp daran vorbei. So, so war das hier hoch? Das war hier hoch. Da war das... Wow, hier hoch. Und hier durch. Da war das hier rein. Und da sind wir schon... Ja, Tatsache. Habt ihr schon entdeckt? Guck mal hier. Sehr unauffällig. Oh, das ist ja direkt... Oh. Oh, wie kriege ich die jetzt? Kriege ich die jetzt hier? Kannst du die Säule nicht überwinden? Versuche, mit etwas zu werfen. Ja, das ist mir schon klar. Ah, ich müsste die Kugel von unten hier hochwerfen. Dafür müsste ich mit der Kugel erstmal dahin kommen. Warte mal. Danach holen wir uns natürlich sofort die Truhe. So. Ich brauche die Feder wieder. So, ich bin einfach losgelaufen. Ohne zu gucken. So. Das sieht schon mal alles gar nicht so schlecht aus. So, weil hier, dann ist die Kugel schon mal da, wo sie hingehört. Das hat sehr viel gebracht. Nemi, das war ein Intelligenztest. Nemi, du bist total durchgefallen. Ich weiß. Oh, jetzt komme ich da gar nicht mehr ran. Oh, Mist. Oh, Mist. Das heißt, wir müssen wieder unten durch. Aber ich habe ja nichts verstellt oder so. Das heißt, wir sollten eigentlich locker noch hinkommen. Eigentlich. Warte mal, wir müssen da, glaube ich, außen rum. Wo war die Tür? Wo war die Tür? Wo war die Tür? Wo war die Tür? Hier war die Tür. Das ist okay. Puh. So, dann nochmal hier lang. Dann ganz fix da rein. Und dann hier. So. Darüber weiß ich schon. Zurück weiß ich nicht. Da werden wir wahrscheinlich runterspringen müssen. Aber das ist mir schon klar hier. Du hast deine Bombe erhalten. Also, los. Echt jetzt? Eine Bombe habe ich erhalten? Ich bin ja wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf mich. So, also wir müssen die Kugel hier irgendwie hier hochkriegen, damit wir die dann... da wieder runterwerfen können. Also es war im ersten Obergeschoss und zwar hier.
Und das schaffen wir, wenn wir hier hochgehen. Okay, das ist kein Hoch, sondern ein Rund. Oh! Manche Leute halten mich ja echt für dumm. So richtig dumm. Aber ich muss sagen, solche Momente beweisen mir dann immer das Gegenteil. Naja, meistens. Muss ich nur noch eine Aua. Einen Weg finden, hier diese blau-roten Klötze. Okay, ich glaube, ich nehme das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Aber wenn ich hier runterspringe, wo lande ich da? Lande ich hier? Lando Galerischen hier? Ansonsten kann ich hier nirgendwo runterspringen, was irgendwie Sinn ergeben würde. Und ich kann natürlich die Treppe hier nicht runtergehen, weil die umzäunt ist von diesen Klötzen. Aber was ich könnte, wäre... Ich kann hier runterspringen. Ich kann das hier... Klick, so machen. Danach brauche ich meine Feder wieder. Ich kann hier hochspringen. Kann darüber springen. Bin hier, kann da runtergehen. Kann da runtergehen, kann hier rein. Weil da können wir nämlich wieder hoch uns teleportieren lassen. Au. Au. Ich vergesse die jedes Mal. So, da können wir uns nämlich wieder hoch teleportieren lassen. So. Soll ich das jetzt nochmal wiederholen? So, zack, und schon sind wir hier. Voilà, dann sind wir hier unten. Weg da, du Nasenpopel. So. Oh nein, schmeiß doch das Ding rüber. Sehr schön. So, wie bin ich jetzt nochmal dahin gekommen? Hierhin, da musste ich hier durch, hier so, zack. Das heißt, wir müssen runter und von unten hoch. Aber ich glaube, die Blauen sind gerade aktiv. Das heißt, wir müssten erstmal, ahau, noch schnell zurück. Und den hier umpolen. So. Aua. Dann springe ich hier runter. Jawohl. Läuft. So, dann hätten wir den nächsten Stock dann auch gesäubert. Also von den Truhen und so. Da fehlt uns echt nimmer viel. Hier. Das war schon sagen, hä? Wie bin ich da runtergekommen? So, einmal hacken. Acken die Enter. Zack, bumm. So, komm her, du Säule. Und nun? Hoffentlich stellt mir das keiner in Rechnung. Aha! Whoops! Und nun hat sich das jetzt hier ver... Okay. Also dann können wir uns jetzt hoch teleportieren lassen und dann sind wir dann direkt hier schon. Können wir nicht auch die hier hingehen, dann hier und dann die Truhe holen, hier und dann hier und so. Also hier ist dann wieder das Dings und hier ist der Boss und... Ja, geil! Muss ich nur noch rausfinden, wie ich wieder an den Eingang komme. Hier runter vielleicht? Jawohl! Teleportiere mich hoch! Oh. Eine Goomba-Patrouille. Komm ich hier, komm. Oh, hier komme ich sogar rein.
Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte da nach links. Da komme ich aber nicht ran. Das ist schlechter Mundo. Au. Schlange. Hm. Hm. Gibt es hier eine Möglichkeit zu switchen? Ah ja, da hinten. Lass du das jetzt mal sein, ich habe mich gerade geheilt. Zack. So, also das sollte so echt funktionieren jetzt. Komm, gib mal ein bisschen Jas hier. So, warte nur, euch krieg ich. Ich wollte hier hoch. Den hier. Und nun? Und nun? Das hätte ich mir auch sparen können. Ja, nee, dann hast du dann für immer so einen kleinen Schlüssel bei dir, wo du irgendwann dann nicht mehr weißt, oh, wofür war der jetzt? Wo war der wichtig? Warte mal. Mach mal eben die Tür hier auf. Ah, stimmt, da konnten wir gar nicht lang, weil war ja und so, ja genau. Au. Oh, das ist der falsche Knopf. Ich drücke immer den falschen Knopf. So, runter. Landen bitte. Landon Calrissian jetzt. Komm schon. Ah. Runter mit dir jetzt. Au, au. Nicht auf mir landen. Ich sollte die Feder ausrüsten. So, das ist glaube ich so. Es wäre richtig, ich war nur gerade. Ja. So. Und so. Fast, okay, von hier. Du hast deinen geheimnisvollen Balsam erhalten. Aber du hast schon einen, also legst du den hier wieder zurück. Nein, die Truhe wird mich auf Ewigkeiten heimsuchen. Muss ich mich jetzt echt einfach töten lassen? Ah, oh, warte mal. So, ich guck noch mal vorsichtshalber. Also bis auf die eine Truhe da oben, weil ich den Schleim nicht mehr mitnehmen kann. Haben wir sonst alles. Cool. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir den Boss dann in der nächsten Folge, weil das dauert sonst wieder zu lange. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich weiß, ich bin ein kleiner, mieser, dreckiger. Ich habe euch schon gehört. Ja, ist okay. Ja, macht es gut. Bis auf in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Bis dann.